das heutige Spiel ist wieder eine tolle Gelegenheit für alle Spieler, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ich mich im Stadion so umschaue, es ist kein einziger Platz mehr frei. Die Stimmung ist prächtig. Ribéry. Er war auf Antwort, deshalb Eckball. Wer wird sich den Ball schnappen vor dem Tor? Hand. Pasar. Gute Arbeit, Mann gegen Mann. Er spielt den Ball zurück. Noch ein Einwurf. Jetzt eine gute Hereingabe, dann klingelt es. Er springt zum Kopfball. Und damit ist das Spiel eröffnet. Und spätestens jetzt wissen sie genau, wo sie dran sind. Da ist ganz schön Alarm im 16-Meter-Raum. Die Abwehrspieler geben hier ihren Kontrahenten viel zu viel. Und es geht weiter. Sie liegen 0-1 hinten. Noch muss man nicht in Panik geraten. Sie haben noch genug Zeit. Eine gute Flanke und der nächste Treffer ist eine Frage der Zeit. Er flankt zurück. Müller. Muss er was machen. Der Ball ist im Aus und es gibt Abstoß. Fast eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Müller. Und plötzlich geht das Spiel in eine andere Richtung. Gute Arbeit in der Defensive. Es ist auch ein Kopfspiel hier und genau das haben sie verinnerlicht. Das bedeutet, zu nah am Torwart. Vierzig Minuten sind vorbei und ein Treffer trennt beide Mannschaften. Der Ausgleich ist drin, wenn der Ball gut kommt. Und in die Mitte. Schwache Abwehrarbeit, da bietet sich eine Chance. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt könnte er schießen. Das ist ein Eigentor. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert's eben. Und weiter geht's. Bisher ein Tor pro Team. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Komm. Und weiter geht's. 15 Minuten haben sie Pause gehabt, Zeit zu reden. Jetzt gilt's, das Gesagte wieder umzusetzen. Noch wurden keine Wechsel vorgenommen, aber wenn das Spiel so weitergeht, dann wird dem Trainer nichts anderes übrig bleiben. Klarer Freistoß nach diesem taktischen Foul. Hier hat er seine Defensivqualitäten unter Beweis gestellt. Einer geht zu Boden, der Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Ein einfaches Zuspiel, mal sehen, was sie daraus machen. Könnte er...
nicht gut genug. Wenigstens gibt es Eckball. Der kommt hoch ein. Das haben sie gerade noch weggebogen. Das! Ein Fehler des Torhüters. Glück für ihn, dass ein Abwehrspieler in der Nähe war. Unfaire Attacke, Freistoß. Jetzt ändern sich die personellen Dinge auf dem Feld nachhaltig. Müller. Über außen versuchen sie das Tempo zu forcieren. Das sieht gut aus. Jetzt könnte was gehen. Wir nähern uns der letzten Viertelstunde des Spiels. Wichtiger Ball gewesen und sofort geht's weiter. Schöner, hoher Ball. Nein, die Abwehr fängt den Ball ab. Da muss er die Flanke bringen. Da hat die Abwehr nicht aufgepasst. Und noch ein Versuch. So wie der da drauf geht, oh weia, klarer Freistoß. Na, da können wir uns jetzt aber auf was gefasst machen. Sieht man auch nicht alle Tage. Hasan. Wir nähern uns dem Ende und noch immer haben wir keinen Sieger. Ulic. Da kann er es mal probieren. Er will das. Der ging weit vorbei. Wie um alles in der Welt konnte er den nicht machen. Er hatte alle Zeit der Welt. Drei Minuten gibt's oben drauf. Es gibt kein Durchkommen. Ja, das war's. Der Unparteiische beendet diese Partie. Ein Unentschieden.